Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine sogenannte Fesselkette oder eine Abführkette und hier explizit ein Modell aus den Niederlanden. Das System sollte klar sein. Es gibt hier zwei Griffstücke und hier dann entsprechend eine Kette. Das heißt, der abzuführende wird hier entsprechend in diese Kette genommen. Das Ganze kann man natürlich auch noch einmal drehen, wenn man möchte, dann wird das Ganze fester und dann wird er entsprechend abgeführt. Und natürlich hat man mit der Drehbewegung dieser Kette dann auch entsprechend die Macht über den Abzuführenden und kann ihm durch Drehbewegung gezielt dann auch Impulse geben, dass er das tut, was quasi der Vollzugsbeamte von ihm möchte. Wir haben hier recht klobig, entsprechend ovale, großzügig ausgeformte Griffstücke daran angebracht. Hier zulaufend dann eine Öse, die hier aus dem festen Material auch entnommen wurde. Das Ganze ist hier sehr massiv gearbeitet, sehr schön gearbeitet. Das haben wir auf beiden Seiten und dann haben wir die beiden Griffstücke verbunden hier mit 1, 2, 3, 4, 5, jetzt muss ich doch noch mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, mit 7, 8 oder 8-förmigen Kettengliedern hier gedreht. Diese sind nicht verschweißt, sondern einfach nur gebogen. Was hier natürlich auch für eine etwas ältere oder einfachere Machart spricht. Aber natürlich ist das trotzdem einfach und effektiv. Wir kommen nochmal zum Gewicht der Fessel. Und hier haben wir 329 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.